So, Drew, jetzt müssen wir erraten, wo diese Stadt ist. Bro. Ja, das ist Deutschland einfach. Nee, das ist Kosovo oder sowas, maybe. Polen vielleicht? Da hinten war die polnische Flagge, ne? Was steht auf den Autos drauf? GS? Boah, das könnte wirklich überall sein. Ich glaube, Polen ist kein schlechter Call, aber ist das, ist das vielleicht Danzig? Könnte das Danzig sein? Alter, ich habe doch keine Ahnung, Mann. Warst du denn schon mal da? Nee. Das sieht schon sehr deutsch aus, oder? Die Kennzeichen sind polnisch auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall Polen. Ja, dann Polen. Ja, Bro, es geht um eine Stadt in Polen. Ja, ich kenne keine Städte in Polen. Na, LT, Litauen. LT, Litauen. Ja, Litauen dann. Was ist denn die Hauptstadt von Litauen? Ja, Digga, es kann ja nur die Hauptstadt sein, oder? Also, Litauen ist hier oben. Also, auf jeden Fall nicht irgendwo zentral. Sieht nicht so aus. Stimmt, die Riga ist schon relativ modern, ne? Ist am Meer? Sagt ihr Chat? Nee, oder? Es ist schon eine größere Stadt. Also, die ist nicht so klein. Man darf nicht vergessen. Vilnius. Mach einfach Vilnius. Ja, komm, wir machen Vilnius. Ah, es war... Alter, ist doch mittendrin, Alter. Kaunas. Kaunas. Ah, Alter, es lag mir doch so rein. Kaumanas, du. Kaumanas. Ja. Kaunas, krass. Ja, okay. Ja, ist Deutschland. Du kannst die ganze Zeit sagen Deutschland, Ju. Ja, diese Bänke. Ja. At speed 5 miles per hour. Miles per hour ist okay. USA. Oder Australien. Könnte auch Neuseeland sein. Or Kanada, maybe. Wieso gibt mir das San Francisco-Vibe? Linksverkehr war da, ne? Dachte ich eben auch. Geh doch mal weiter, Junge. Die Sirenen sind sehr was. Amerikanisch. Londoner. Gelbe Kennzeichen. Australia dann, oder? Oder Südafrika? Ich tippe auf Australien tatsächlich. Ich tippe irgendwie auf Australien. Niederlande? Ja, ich dachte auch ganz am Anfang. Nee. Ich sage Australien. Aus. Könnte Sydney sein. Sydney oder Canberra? Das Gebäude habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. 70 Stores open. In the UK. Das ist Großbritannien. Ach doch. Es stand Biggest Store in the UK. Das ist Großbritannien. Dann ist es London, Manchester, Biggest Store in the UK. Liverpool. Die haben keinen Miles per Hour. Ja, aber die haben Pfund hier oben. Ja, Safe UK. Okay, da sind wir schon mal angekommen jetzt. Chat sagt Dubai. Liverpool könnte es sein. Brighton, ja, Albion. Brighton. In Brighton. Ist Brighton so groß, ja? Bruder, ich habe doch keinen Plan. Ey, ganz ehrlich, wir gehen Brighton. Das mal mit... Der Chat sagt auch Brighton gerade. Wir gehen das mal mit Brighton. Genauer gesagt ist das genau hier am East Brighton Golf Club in der Nähe. Ja, wir müssen ja gucken, wo dieser Kanal ist. Warte mal, da steht ein Museum. Da steht da Brunei Museum. Da war's. Ich hab's. Halt's mal, ich hab's noch nicht gefunden, oder Chat? Laber nicht. Oh mein Gott! Laber nicht, Digga! What the f***? Alter, du hast eine Reise gewonnen. Das ist Thailand. Das sieht sehr nach Thailand aus. Ist das Thai? Warte, ich guck mal die Schrift. Ich brauch Schrift. Das ist thailändische Schrift. Schau ja, mal her. Ne? Es ist Thai, oder? Ah, hier. Nguyen Phu. Ist das der Name? Das ist Vietnam. Vietnam. Also das ist vietnamesisch. Die Namen sind vietnamesisch gerade. Nguyen ist Vietnam. Okay, dann ist es Vietnam. Muss nicht heißen. Kann ja nur der Name gewesen sein jetzt gerade. Koh Binh Dan. Irgendwas Touristisches aber. Was ist denn in Vietnam sehr touristisch? Wahrscheinlich. Kan Hoa Provinz. Die Kan Hoa Provinz. Dann sind wir in Kan Hoa. Ja, aber Bro, wo ist denn Kan Hoa in Vietnam? Oder Hanoi dann halt? Hier, Tan Hoa. Hier, das hier? Ach ja, mach mal. Ja, Digga, wir sind da. Das ist hier. Bruder, Hanoi. Warum heißen die denn alle gleich? Junge! Deutschland, Digga. Es ist Düsseldorf, glaubt mir. Ey, ganz ehrlich, das ist Flughafen jetzt. Also, den ganzen Koffern jetzt hier. Also, welcher Flughafen ist das? Wir haben nicht so viele. Das ist Herr Newstime, guck mal. Ah, da, okay. Warte, America Admirals Lounge? Ach, ist doch nicht Deutschland. America, das ist irgendwo ein amerikanischer Flughafen. Ist das LAX? Ich kenne halt nur LAX, New York und San Francisco Flughafen. Ja, ist richtig. Sicher? Ja, alle drei. Okay, ist auf jeden Fall schon nicht Deutschland. Du, das ist der Flughafen. Warte mal, da steht's drauf. O'Hare. Da rechts. O'Hare auf dem Mülleimer. Ja, das steht doch nicht der Ort auf dem Mülleimer. Doch, Digga, so auf Flughafen. London? Ja, das sind halt die Reiseziele offensichtlich. Es ist schon mal nicht New York, weil New York war als Reiseziel aufgelistet. Das wäre dumm. Chicago, O'Hare. Ist Chicago? Hat der O'Hare der Flughafen? Also, mein Chat sagt hier gerade Chicago. Los Angeles sieht anders aus. LAX sieht anders aus. San Francisco ist als Reiseziel aufgelistet, können wir ausschließen. Lass doch einfach Chicago Mitte nehmen. Nee, das kann ich nicht. Meinst du, der Flughafen ist so weit weg? Ja, ich glaube, es ist aber nicht Chicago, deshalb. Da steht drauf Chicago-Style gerade bei dem Essen. Ja? Also safe, wir standen gerade auf dem Schild. Chicago-Style-Beef oder okay, jetzt will ich aber da noch richtig hitten. Okay, wenn wir Chicago sagen, okay. Wo ist der Flughafen hier? Wo ist der? Mittig? Oh, Herr, da. Okay, wir haben's. Jetzt müssen wir gucken, welches Terminal. Alter, Digga, das wird alles Starbucks haben sein. Wir gesehen, das wird das Terminal sein. Oh mein Gott! Wow, Digga! Wow! Eine Reise gefunden nach Chicago! Du nimmst du mit? Stopp! Hier ist du 80 Years. Aspen Mountain. Ich weiß, Aspen. Aspen ist in Colorado. Colorado ist... Ah!
Strong, sehr strong. Wo ist Colorado nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ist Aspen nicht, Colorado, Chat? Ja, da, Aspen. Da, geradeaus. Geradeaus wahrscheinlich, ne? Das ist direkt neben dem Gebirge. Ja, es ist halt in Aspen der Stadt, aber ich will wissen, wo in Stadt. Hunter Street. Hunter Street. Ich sag's einfach mal hier. Boom! Wichtiger Hinweis direkt am Anfang. Ist ein muslimisches Country, muslimisch-asiatisch, könnte Philippinen sein. Flagge da oben, was ist das? Ju? Zeig mal. US-amerikanische Flagge, was ist das hier für eine Flagge? Philippinen? Ich glaube, ist Philippinen. Ne? Oder? Ist die philippinische Flagge? Ja, ja. Oder Indonesien. Honduras, Kolumbien, Venezuela. Aber es ist doch alles auf, es ist ein asiatisches Schriftzeichen, das macht keinen Sinn. Malaysia, Malaysia, ja. Ist auf jeden Fall eine Major-Stadt, ist eine Hauptstadt. Ja, ja, das, boah, ist auch ein Major-Building hier. Was steht da? Beria Times Square. Okay, das könnte echt malaysisch oder indonesisch sein. Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur, ja. Geh mal runter. Nee, geh mal runter. Da. Boah, Digga, jetzt halt die Frage. Ja, mach nochmal kurz weg. Vielleicht finden wir da irgendwie ein dickes Gebäude. Imbi. Ja, diese Mall halt von da eben, oder? Diese fette. Beraya. Übersteht Beraya. Wir brauchen aber eher noch eine Örtlichkeit. Ich glaube, Gebäude ist schon zu definiert. Da stand gerade was von Imbi. Kolumbien hat genau diese Flagge. Nein. Sind wir ganz falsch? Digga, guck mal, das asiatische Gebäude hier, das ist obviously Kuala Lumpur. Also tatsächlich sieht es teilweise in Singapur genauso aus. Echt jetzt? Diese modernen Gebäude und dann hast du auf einmal einfach so Palmen. Imbi, hier ist die Station, Imbi. Imbi, ja, mach das. Ah, okay. Ah, nicht schlecht. Stark. Türkische Flagge? Ist das Bodrum? Bodrum, Izmir. Könnte Izmir oder sowas sein, ne? Izmir liegt am Wasser. Ich war noch nie in der Türkei. Und Antalya, doch, Antalya könnte es halt auch sein, ne? Ja. Antalya oder... Also Türkei ist klar. Antalya oder... Es ist nicht Bottrop, Chat. Hört auf Kulturpark. Kulturpark. Steht auf Türkisch. Das steht wirklich Kulturpark. Guck mal auf die Schilder drauf. Warte mal. Agora Antique City. Angora. Okay, ja. Es ist mir, sagt ihr, okay. Oben bei diesen Gebäuden stand was. Sage ich dir. Halt dein Maul! Noch eine Reise gewonnen, was ist denn hier los? Digga, Alter? Ich bin zu OP, ich bin zu OP! Das ist irgendwas in den USA, das sieht sehr nach der USA aus. Das könnte Detroit sein, to be honest. Oder New York, actually. Brooklyn oder sowas. Das ist USA. Liquor Mart, ja, das ist irgendwas Kaltes. Kanada könnte es auch sein. Aber es gibt mir sofort eine New York-Vibe, ich weiß nicht warum. Ich denke sofort an New York. Russland? Nein. Alles falsch, was ihr sagt, Ted. Das sind die Straßenschilder aus New York. Das sind Straßenschilder aus New York. Kennt sich echt gut aus, Mann. Ey, wie ist einfach OP in diesem Game. Also ist auf jeden Fall nicht Manhattan so. Ich tipp mal wirklich auf so Jackson Heights oder sowas oder so Astoria hier so. Oder? Mit Revi einmal so traveln wäre echt so ein Wunsch von mir, aber lädt mich nie ein. Queens, glaub ich hier? Es ist Kanada. Die Internetseite an der Wand hat CA am Ende. Mein Chat sagt Bielefeld. Warte mal, Calmary, ist es nicht? Das habe ich irgendwo schon mal. Calvary Temple. Ah, nee, never mind. Also das sind halt Straßenschilder, wie ich sie aus New York kenne so. Aber die könnten auch in jeder anderen US-amerikanischen Stadt so aussehen. Nee, das sind aber US-amerikanische Nummernschilder. Es gibt mir New York. Es gibt mir einfach New York-Vibe. Ich weiß nicht warum. Aber nochmal, es kann in jeder... Safe Canada wegen Liquor-Markt. Liquor-Markt, ja, die gibt's aber in den USA auch. Vermont. Ja. Digga, ich bin so stark. Okay, wir wissen, dass es Vermont ist. Jetzt muss ich nur überlegen. Vermont ist hier oben irgendwo im Französischen. Mhm. Ja, hast du doch. Gerade links ist doch. Geradeaus, genau. Geradeaus. Wo? Weiter unten. Da, du bist doch mit der Maus drauf. Vermont ist der Bundesstaat, Bro. Ach so, was suchst du denn? Wir gehen mit Quebec. Winnipeggers, Alter. Alter, lost einfach. Okay, letztes. Wie viel Uhr haben wir gerade? King Boulevard. Nein, wie heißt aber diese Straße, diese Stadt, wo... Das sieht aus wie Mississippi. Wie heißt das nochmal? Nein. Stopp, diese Stadt, wo so Country und sowas. Wie heißt denn das nochmal, Mann? Nicht L.A., nicht Las Vegas. Könnte doch... Ist das Nashville? New Orleans. Ich sag einfach hier. Strong. Boom! So, das war stark. Das war sehr stark. Also ey, ganz wirklich, ne? Wir haben es gut gemacht, Respekt. Oder? Junge, also, wir sind f***ing smart. Wir sind f***ing smart, Chat. Ja, du bist smart.